Schöne Grüße an alle in Berlin, an Payne, an Taka, Free Kadir. Yo, Freunde, jetzt kam dieses witzige Video von 2017 online und da habe ich mich kurz mal so gefragt, so, was hat das Video gemeinsam mit Flairs Musik? Es ist alles nur geklaut. Mutterloser Hundesohn, du erzählst irgendwas von wegen so, ja, nimm mal nochmal nicht dann auf. Du Schwanz, wenn Tag 32 oder Pi nicht zu dir kommt, Digga, kannst du gar nicht schreiben, Junge. Alkoholiker! Drogenabhängige und so, ja? Also ich kenne nicht viele Drogenabhängige, die aussehen wie ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch nicht irgendwie... Warte mal, ich mach kurz lauter. Ihr erzählt irgendwelche Scheiße so von wegen. Vor allem du, Flair, du Hundesohn, du. Yo, Leute, schöne Grüße an dieser Stelle an meinen Bruder Azad in der Türkei. Schöne Grüße an Timur. Schöne Grüße an Denno, an Easy. Auf jeden Fall, alle, die gesagt haben so, ja, Santino, du bist ja voll der Junkie, du bist ja voll der... nie gesagt habe, irgendwie der krasseste Straßenschläger oder irgendwas zu sein, sondern von Anfang an einfach ein Stadtjunge, ein Straßenjunge war sozusagen, der ein riesengroßes Talent hatte als Rapper. So, wenn es mit der Musik halt eine Zeit lang vielleicht nicht geklappt hat oder ich nicht so viel Glück hatte wie andere, habe ich mir halt trotzdem... So, von daher gab es da keine Aussage und auch abschließend, also ich meine, das ist irgendwie 3 Jahre alt und ganz ehrlich, jetzt sowas rauszuholen, sich mit fremden Lorbeeren zu schmücken, in dem Fall finde ich persönlich einfach auch geschmacklos so. Jeder, der mich kennt und jeder, der meine Interviews kennt, weiß, dass ich nie... Aber dadurch, dass du das postest, belastest du die Leute damit. Und im Gegensatz zu dir, Flair, wegen mir sitzt keiner im Gefängnis. Hilfe, Hilfe, Polizei, ja. Weil ein Polizeiwagen vorbeigefahren. Es ist nicht dein Video. Es gab Streit zwischen mir und alten Freunden. Der Streit ist mittlerweile beigelegt. Ich war besoffen, ja. Wie man ja weiß, schaue ich öfters gerne zu tief ins Glas. Ja, habe meine Rippe gebrochen bekommen und überreagiert. Das ist halt einfach so unnötiges Öl ins Feuer, so, wo es eigentlich um eine ganz einfache Sache geht. So, Rapper A ist sauer auf Rapper B, weil Rapper B ihm nicht seine Credits geben will für seine Arbeit. So, du willst mich abziehen, du willst mich beklauen. So. Du hast in der Vergangenheit Leute missbraucht, sozusagen für deine Zwecke. So, hast es jetzt schon wieder versucht. Ich habe versucht, den Verlagsvertrag zu besorgen. Kein Mensch wollte dich haben, kein Publisher wollte sich deiner annehmen, Alter. Und also ich wünsche das nicht mal meinem Todfeind. So, deswegen finde ich jetzt auch irgendwie nichts witzig oder cool dran, sowas zu posten, weil man kann den Spieß genauso umdrehen und dir so ein Video drehen, wo 4 Leute dich klatschen und dann können wir gucken, was du dann sagst. Weißt du, was ich meine? So, und das trotzdem immer zu helfen gewusst, habe überall Connections gemacht und so weiter und so fort. Aber im Gegensatz zu dir setze ich mich auch nicht in die Interviews, Dicker, und spiele da den Mafia-Paten so. Okay, das eine ist die Musik, in der wir alle aus stilistischen Mitteln, sage ich mal, über unsere Umgebung rappen und über... Yo, und jetzt nochmal an alle Leute, die sich jetzt irgendwie bei mir melden wegen dieser Sache und irgendeinem Video wegen 4 gegen 1, weißt du, auf einen Besoffenen irgendwie. So, ich hätte 90% der Fälle wahrscheinlich anders reagiert, habe hier halt so reagiert, wie ich reagiert habe, so. Dazu stehe ich auch so. Das ist teilweise, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben, was wir bei Leuten gesehen haben und so weiter und so fort. Das sind aber auch stilistische Mittel irgendwo. Ist irgendwo auch noch Entertainment so, ja. Okay, und sich jetzt mit sowas zu schmücken, was man selber gar nicht produziert hat, ist schon ein bisschen, man kann den Spieß auch ganz schnell umdrehen. Aber überlegt dir mal in deinem Kopf, Leute da draußen noch, überlegt euch mal, was dieser Typ macht und danach von einem erwartet, noch ruhig zu bleiben. Wie lange soll man sich sowas überhaupt antun? Was soll das, dass jemand rumläuft wie der Prinz von Bel Air und er scheißt links und rechts auf die Menschen? Das geht nicht. Auf die ich mitgekommen bin, für unterwegs mich nicht bezahlt hast, mir 3000 Euro Vorschuss gegeben hast, für ein ganzes Album, Alter, für eine Bandübernahme, weißt du, ich meine, ich hatte das ganze Album fertig, wie hätte ich mit 3000 Euro irgendwas bezahlen sollen? Ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, so, die Sachen sind Vergangenheit und so, aber keiner wollte mit dir arbeiten, sich die Kopfschmerzen mit dir geben, so, und wir haben das versucht, auch mit meinen Freunden, auch vom Verlag und so, für dich eine Situation zu klären. Überleg dir mal, nach der ganzen Scheiße, die du mit mir abgezogen hast, verstehst du, ich meine, nachdem du meinen Vater beleidigt hast, mich für deine Tour nicht bezahlt hast. Offiziell, das geht nicht, und du wirst sehen, du wirst immer tiefer dich in die Scheiße reiten mit dieser Art. Das geht nicht, Alter. Man versucht, dir Verträge noch klar zu machen nach der ganzen Scheiße, die passiert ist, Alter, und du fickst einen.